Hallo, ich bin der Kalle und neu hier auf dem Kanal. Ich liebe Klassiker und ich möchte euch heute das Rezept zeigen für einen Kohleintopf. Perfekt für den Winter. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox unter diesem Video. Zuallererst schälen wir die Zwiebel und schneiden sie in Streifen. Die Zwiebelschalen und das Äußere vom Kohl sowie die Schalen von der Karotte und vom Sellerie bewahre ich mir auf, da könnte ich später wunderbar einen Gemüsefond von kochen. So, die Zwiebeln gebe ich jetzt erstmal in eine kleine Schale hinein und stelle sie an die Seite. Der Weißkohl wird jetzt erst einmal halbiert. Jetzt schneiden wir den Strunk heraus. Und jetzt fangen wir an zu kochen. Dazu geben wir in unseren Topf ein ganz klein wenig Öl hinein. Und in dem Öl schwitzen wir zuallererst unser Rindfleisch an. Kleiner Tipp von mir, das Rindfleisch im Topf schön verteilen, aber nicht gleich umrühren, weil wir wollen ein bisschen Farbe erhalten. So ein klein bisschen Farbe, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ein guter Moment, jetzt die Zwiebeln dazu zu geben. Wenn die Zwiebeln glasig geworden sind, geben wir den geschnittenen Weißkohl dazu. Alles einmal durchrühren, sodass der Kohl auch noch ein bisschen Wärme erfährt. Und um das zu unterstützen, geben wir jetzt schon ein wenig Salz dazu. Nur eine kleine Prise. Ist der Kohl auch angeschwitzt, füllen wir mit Wasser auf. Oh, wie es jetzt schon duftet und ich liebe Eintöpfe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches euer Lieblingseintopf ist, gerade in der kalten Winterzeit. Es würde mich sehr interessieren. Jetzt würzen wir unseren Eintopf, und zwar zwei Blätter Lorbeer, die gebe ich einfach so hinzu. Und wir hatten ja vorhin schon ein wenig Salz, jetzt kommt noch mal etwas obendrauf. Und wir brauchen Pfefferkörner. Nun ist es so, wenn wir die Pfefferkörner jetzt so hineinschütten, werden wir immer drauf beißen. Deswegen ein kleiner Tipp von mir, wir nehmen ein Tee-Ei und da geben wir jetzt unsere Pfefferkörner hinein, verschlossen und das jetzt in unseren Eintopf. So können wir jederzeit unsere Gewürze wieder herausnehmen. Wir haben nie zu viel und wir brauchen nicht drauf herumbeißen. Wenn unser Kohleintopf aufgekocht hat, lassen wir ihn ab diesem Moment 20 Minuten bei mittlerer Hitze langsam vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit bereite ich jetzt das Suppengemüse vor. Den Sellerie schneide ich mir jetzt in gleichmäßige Würfel. Und nun kümmern wir uns um die Karotte. Und als letztes unseren Porree. Beim Porree ist es so, den halbiere ich in der Mitte und schneide ihn dann in halbe Ringe. Der Porree verkocht uns sehr schnell und deswegen dürfen diese Ringe gerne ein bisschen breiter sein. Schneiden wir nun die Tomaten. Die Tomaten möchte ich gerne von dem Strunk befreien. Den schneiden wir vorsichtig mit einem kleinen Messer heraus. Die Tomaten halbieren wir und dann in nicht zu kleine Stücke schneiden. Unsere schon mal gewaschenen Kartoffeln schälen wir jetzt und schneiden sie später in ähnliche Stücke wie unser Gemüse. Unser Eintopf hat hier schön vor sich hingeköchelt. Höchste Zeit, dass wir jetzt die frisch geschnittenen Kartoffeln und unser Gemüse dazugeben. Unser Eintopf kocht wieder. Jetzt geben wir die Tomaten dazu. Unsere Tomaten kochen jetzt mit dem Eintopf noch mal 30 Minuten. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt schon mal unseren Kümmel anrösten in einer Pfanne ohne Öl. Als letzteres kümmere ich mich um die Petersilie. Unser Eintopf hat jetzt 30 Minuten gekocht. Jetzt wollen wir ihn mal probieren. Eine kleine Prise Salz fehlt hier noch, die geben wir noch mal dazu. So, aber das Tee-Ei mit unserem Pfeffer, das nehmen wir jetzt heraus. Fertig ist unser winterlicher Kohleintopf. Zum Servieren geben wir jetzt nur noch den angerösteten Kümmel und die frisch gehackte Petersilie oben drauf. Mmh,
lecker. Richtig gut. Wem dieses Rezept gefallen hat, der möge uns bitte einen Daumen nach oben geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss, bis bald.